Hi zusammen, es ist wieder Montag, das heißt, das OER-Call Making and Do-It-Yourself geht weiter. Diese Woche schauen wir uns verschiedene CAD-Programme an und welche davon für welchen Anwendungsfall geeignet sind. Und wir gehen auch ein bisschen mehr auf ein Programm namens Tinkercad ein, das sich vor allem für Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte eignet, um gemeinsam mit dem Konstruieren und Maken zu starten. Aber bevor wir in Tinkercad voll durchstarten, zeige ich euch erst nochmal einige andere Programme. Die ich jetzt ausgesucht habe, sind alle kostenlos zugänglich, manche mit anderen Lizenzen, aber da kommen wir dann beim jeweiligen Programm nochmal dazu. Und dann starten wir einfach einmal los. Zu den Programmen. Letzte Woche haben wir ja einige Unterschiede von CAD-Programmen allgemein kennengelernt. Zum Beispiel einmal gibt es die Freiform-Modellierung oder die parametrische Modellierung. Bei vielen CAD-Programmen ist es so, dass tatsächlich diese ganz enge Taktung nicht funktioniert, sondern dass viele, viele Aspekte haben. Also man hat dann Freiformbereiche oder man hat parametrische Bereiche und kann sich dann je nachdem das raussuchen, was man möchte. Was ist jetzt der große Unterschied zu anderen Programmen, die kostenpflichtig sind, wie beispielsweise CATIA oder SolidWorks oder auch Inventor? Hier ist der große Unterschied, dass der Funktionsumfang meistens etwas professioneller gestaltet ist und auch etwas mehr bietet. Wenn es dann zum Beispiel in die Richtung Materialtestung oder Bruchtestung geht und man dort Simulationen fahren möchte, ist man mit den Bezahlprogrammen meistens besser dran. Auch wenn es dann in die direkte integrierte Fertigung geht, wie das CNC-Fräsen, ist bei manchen kommerziellen, kostenpflichtigen Programmen ein bisschen mehr möglich wie in den einfachen Versionen. Aber man muss nicht unbedingt direkt 100 Euro in die Hand nehmen, um loszukonstruieren. Man kann auch erst einmal reinschnuppern. Und vor allem kann man auch mit Schülerinnen und Schülern direkt losstarten, ohne dass die sich irgendetwas herunterladen müssen. Fangen wir einmal mit ein paar Programmen an, CAD-Programmen an, die sich für die Freiformmodellierung eignen. Das erste, was ich hier habe, ist von Autodesk das Programm MeshMixer. Ich lade hier zum Beispiel einfach mal so ein Standardmodell rein. Das ist jetzt hier so ein Hase. Wenn wir uns erinnern, wir haben ein Freiformmodell, das heißt, wir haben sehr viele kleine Polygone oder Dreiecke, die zusammen sind. In MeshMixer ist es möglich, hier kleine Primitiva einzufügen, also zum Beispiel einen einfachen Würfel und dann hier zum Beispiel in diesen Hasen etwas reinzuschneiden oder das miteinander zu verbinden und so Stück für Stück mit diesen Primitiven sein Objekt aufzubauen. Was sich in MeshMixer auch besonders gut machen lässt, ist, wenn man beispielsweise einen 3D-Scan hat. Ich habe hier zum Beispiel einmal meinen Hund eingescannt mit einer Kinect-Kamera und da war hier unten natürlich keine flache Fläche. Da habe ich dann einfach MeshMixer genommen, habe diesen Würfel hier unten einmal auf den Boden gelegt, habe alles abgeschnitten, was da war, um eine plane Oberfläche zu bekommen und habe dann das Modell mit dem 3D-Drucker ausgedruckt. Zu so Scan-Modellen oder Freiform-Modellen, die man vielleicht auch im Internet findet, die haben häufig kleine Löcher mit drin. Da gibt es hier in MeshMixer dieses Analytics- und Inspector-Tool, was kleine Löcher füllen kann. Ich hatte das letztes Mal auch erwähnt, bei so Freiformflächen kommt das ganz gerne vor, dass hier zum Beispiel einfach so ein kleines Dreieck fehlt und dann im Slicer ein Loch angezeigt wird, was nicht mitgedruckt wird und wo dann auch ein Loch in unserer späteren 3D-Datei ist. Das kann man hier mit diesem Auto Repair and Fill eigentlich ganz gut machen. Kleine Löcher werden hier zuverlässig erkannt und auch gut geschlossen. Das MeshMixer eignet sich eigentlich ganz gut für Einsteiger, da es einen sehr übersichtlichen Funktionsumfang hat und schnell zu bedienen ist. Es gibt auch gute oder schnell erlernbar ist. Ich persönlich habe tatsächlich sehr wenig mit MeshMixer gearbeitet, einfach aus dem Grund, weil ich sehr früh mich mit Blender beschäftigt habe. Blender hat eine sehr große Funktionspalette und es ist eine sehr, sehr hohe Hürde, mit Blender anzufangen. Daher muss man sich auf jeden Fall, wenn man das in den Einstieg, vor allem auch in der Schule machen möchte, auf eine gewisse Funktion von Blender beschränken, da das sonst am Anfang viel zu viel ist. Was wir in unseren Camps mit den, also in unseren Summercamps mit den Schülern machen oder auch mit Studenten, ist einfach so ein Low-Poly-Modell erstellen. Das bedeutet, wir laden uns ein Bild in den Hintergrund und malen dann dieses Bild
nach, indem wir diesen Würfel bearbeiten und dann das in die richtigen Ecken ziehen. Das kann ich euch auch einfach einmal zeigen, und zwar mit der OER-Camp-Flagge. Dafür müssen wir uns natürlich zuallererst das Bild in den Hintergrund laden. Das gibt hier bei Blender einmal bei Add. Und dann können wir sagen, ich hätte gerne ein Image als Background. Wenn wir das dann wählen, gehen wir erstmal auf den Desktop und hier dann entsprechend auch auf das OER-Camp. Da habe ich mir das Logo schon mal heruntergeladen. Und wir sehen, das wird jetzt hier irgendwie schief in unsere Ebenen gelegt. Hier unten seht ihr immer, was ich drücke. In Blender ist es so, dass sehr, sehr viel über Shortcuts gearbeitet wird. Da gibt es dann auch entsprechende Shortcut-Tabellen, die verlinke ich euch dann auch nochmal unter dem Video, weil das einfach viel, viel schneller geht und man häufig mit den Menüleisten auch gar nicht mehr so viel machen kann. Um das Ganze in der Rotation zurückzusetzen, drückt man einmal Alt-R und dann kann man sich das zum Beispiel, wenn man es anklickt, mit R ist immer rotieren. Jetzt kann ich das hier noch eine Achse auswählen, zum Beispiel jetzt X, das ist diese rote Achse hier. Oh, ich muss erst R drücken. Na. So, und jetzt kann ich zum Beispiel auch 90 eingeben, um es um 90 Grad zu rotieren und das mir hier schön in den Hintergrund zu legen. In Blender gibt es immer hier verschiedene Views, die man sich anschauen kann. Zum Beispiel die Viewpoints von oben, von der Seite, von vorne oder hinten. Das geht zum Beispiel auch mit dem Numpad. Auf der 1 ist zum Beispiel die Front View und die möchten wir jetzt einfach einmal verwenden. Okay, weiter zu Blender. Es gibt hier verschiedene Modi. Das ist einmal der Object Mode und was wir heute brauchen oder was wir in unserer Summer School immer nehmen, ist der Edit Mode. Im Edit Mode haben wir die Möglichkeit, die Kanten, Flächen oder entsprechend Ecken zu bearbeiten. Da kann man sich eine auswählen und die dann zum Beispiel einfach mit G, zum Beispiel, das ist das Verschieben-Tool, manipulieren. Ich gehe aber wieder in die frontale Ansicht und mache mir das Ganze einmal ein bisschen durchsichtig und zwar mit dieser Wireframe-Ansicht, dass wir auch unsere OR-Cam, unsere Flamme hier sehen. Mit A kann man zum Beispiel alles markieren, mit G verschiebe ich es jetzt hier und mit S kann man es skalieren. Viel mehr braucht man hier eigentlich auch nicht. G für verschieben, S für skalieren, R für rotieren und A zum Markieren oder eben nochmal, es gibt C, dieses Punkt-Tool, dass man einzelne Punkte dann auch auswählen kann. Ich schaue mir hier jetzt einmal die Flächen an. Keine Angst, das müsst ihr euch jetzt nicht alles merken. Ich möchte es nur einmal in Gänze zeigen. Nehme mir alles, mache es ein wenig kleiner, zack. Und verschiebe es zum Beispiel schon mal hier unten hin. Wenn wir jetzt diese Form nachmodellieren möchten, wählen wir einfach die verschiedenen Flächen aus, gehen wieder in die frontale Ansicht und ziehen uns das hier alles ein bisschen raus. Ich kann mir das zum Beispiel jetzt hier zur Seite rotieren und fahre jetzt hier Stück für Stück einfach meine Kontur nach, bis ich am Ende alles gefüllt habe. Was hier wichtig ist, ist, dass wir entsprechend hier dann am Ende was rausziehen können zum Füllen. Also am besten hier eine gerade Fläche, in der wir dann nach unten wieder alles rausziehen nehmen und nicht jetzt erst die ganze Fläche hier rund drehen, weil wir dann hier keine Verbindung hätten. Wenn wir das jetzt füllen und da machen, haben wir hier keine Verbindung mehr. Das heißt, ich würde mir diese Flächen jetzt rausziehen. Mit Shift gedrückt halten kann ich mehrere auswählen. Würde sie mir wieder hier hinziehen und dann entsprechend die einzelnen Punkte, Flächen und Ecken bearbeiten. Gut, das möchte ich jetzt gar nicht zu lange machen. Ich wollte euch nur einmal zeigen, dass das auch geht. Keine Angst, in anderen Programmen ist das ein wenig leichter verständlich. Nur da ich mich mit Blender auskenne, wollte ich das einmal zeigen. Wir können jetzt hier zum Beispiel auch wieder in den Solid Mode, also in die Volumenansicht gehen und sehen hier dann unsere fertige Flamme. Gut, wir wollen uns aber gar nicht zu lange mit Blender aufhalten. Meshmixer und Blender waren jetzt die beiden kostenfreien Freiform-Modellierungsprogramme, die gerne in der Making-Szene genutzt werden. Kommen wir zu dem etwas, also zur parametrischen Modellierung. In Blender ist eine parametrische Modellierung auch möglich mit bestimmten Erweiterungen. Allerdings ja, habe ich das selbst noch nie ausprobiert. Okay, in Fusion 360 kann man so etwas tatsächlich sehr
ähnlich machen, hier diese OER-Camp-Flagge nachzeichnen. Bei diesem Programm handelt es sich auch um ein Programm von Autodesk und es ist möglich, in verschiedenen Teams zu arbeiten. Wenn man jetzt zum Beispiel in einer Klasse ist, kann man ein Team anlegen, das geht hier über diese Seite, ein neues Team erstellen, könnte sich die Klasse erstellen und dort dann alle Schüler reinladen und mit denen gemeinsam an Dateien arbeiten. Der Nachteil an diesem Programm ist, dass sich jeder Schüler und jede Schülerin das zu Hause herunterladen müsste, beziehungsweise dann auf den Schulrechnern installieren müsste und auch einen eigenen Autodesk-Account benötigt. Wenn wir uns hier diese OER-Flagge wieder anschauen, wir können auch hier uns zum Beispiel einen Ansichtsbereich, ein Bild in den Hintergrund laden, können über den Computer etwas nehmen, nehmen wir wieder die Flagge, zack, wählen eine Ebene aus, bestätigen das und jetzt können wir einfach eine Zeichnung auf dieser Ebene erstellen und können hier zum Beispiel mit dem Spline-Tool, also das sind so Kurven, das Ganze einmal nachzeichnen. Diese Splines bestehen immer aus Punkten mit jeweiligen Kontrollpunkten. Wenn man die anfasst, kann man hier die Steigung zum Beispiel verändern. Zack. Und kann sich dann hier die Kontur auch nachziehen. Damit ich das jetzt nicht alles einzeln zeigen muss, habe ich das auch einmal als Datei fertig gemacht. Jetzt ist wieder die Zoom-Leiste über meinem Programm. Das sieht dann am Ende zum Beispiel so aus. Zack. Und dann kann man das Ganze einfach nehmen, in die dritte Dimension ziehen und zum Beispiel mit dem 3D-Drucker ausdrucken. Wenn euch der Einstieg in Fusion interessiert, da biete ich zum Beispiel auch die Kurse im FabLab an und habe dementsprechend einige Unterlagen, die ich euch auch zur Verfügung stelle, wo ich Schritt für Schritt erkläre, wie alles gemacht wird, welche Funktionen es gibt und im 2D- und 1D-Bereich so die Grundlagen einmal erkläre. Gut. Ein Programm möchte ich euch noch zeigen, bevor wir zu Tinkercad kommen, und das ist SketchUp. Das habe ich damals in der Schule kennengelernt, das hat uns unser Lehrer gezeigt. SketchUp richtet sich vor allem an Architekten und ist ganz gut da, also ganz gut, um Häuser, Wohnungen etc. zu machen. Es gibt auch gewisse, wir haben damals so kleine Codeblöcke gemacht und dann Männchen durch die Gegend laufen lassen. Ich bin nie so warm geworden mit SketchUp, muss ich gestehen. Ich habe jetzt hier zur Übung, um mir das mal wieder anzugucken, einfach mal unser Wohnzimmer nachmodelliert. Es gibt fertige Blöcke, die man sich zum Beispiel runterladen kann und dann einfach in sein Modell mit reinladen kann. Ich würde es am Anfang für Schülerinnen und Schüler allerdings eher nicht empfehlen, aber wenn ihr aus dem Architekturbereich kommt, ist das auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Gut, kommen wir zu Tinkercad. Ich hatte es letztes Mal ja schon ein bisschen angesprochen. Tinkercad ist ebenfalls von Autodesk und hier ist es möglich, alles im Web zu machen und verschiedene Klassen anzulegen. Ich habe mir hier einfach mal einen Lehrer-Account erstellt und zeige euch jetzt, wie ihr eure Klasse in Tinkercad managen könnt. Wenn ihr euch den Account bestätigt habt, den könnt ihr euch einfach, wenn ihr hier auf Lehre geht und dann auf als Lehrer anmelden, einen Account erstellt mit eurer E-Mail-Adresse, einrichten, gibt es hier die Möglichkeit, auf eure Klassen zuzugreifen. Hier könnt ihr euch dann eine neue Klasse erstellen. Ich mache das hier einfach einmal OERCamp. Ihr könnt hier die Klassenstufe, zum Beispiel eine 9. Klasse auswählen und als Thema zum Beispiel Technik auswählen. Wenn man diese Klasse jetzt erstellt, dauert es kurz. Die ist jetzt hier unten. Und ich sehe, ich habe noch 0 Schüler in dieser Klasse mit drin. Wenn ich jetzt auf die Klasse raufgehe, kann ich direkt Schüler hinzufügen. Und das Gute ist, die Schüler brauchen keinen eigenen Account mit Mailadresse, sondern ich kann hier zum Beispiel einfach mal einige Schüler einlesen. Ich kann die Spitznamen hier dann auch entsprechend verändern. Zum Beispiel könnte ich dann sagen, okay, wir kommen von der Uni Lübeck oder so. Ich kann auch eine ganze Liste von Schülern direkt anlegen, wo dann hier der Name entsprechend angegeben wird. Martin hatten wir noch drin, den André hatten wir drin, habe ich eben gesehen, den Kai natürlich. Und dann kann ich die Studenten hinzufügen oder die Schüler hinzufügen und sehe hier direkt die Anmeldedaten.
Um jetzt meinen Schülern diese Accounts zu geben, muss ich nur diese Anmeldedaten oder Spitznamen, die ich eben hatte, einmal kopieren und ihnen einen Link zu schicken. Den Link generiert man hier mit diesem Klassencode. Ist hier auch nochmal die Erklärung, wie das geht. Kann man beispielsweise den Link kopieren und ich gehe jetzt einfach mal in einen anderen Browser, um mich hier als Schüler anzumelden. Oh. Genau, dann gehe ich wieder einmal zurück zur Klasse und melde mich jetzt einfach mal als Ian an. So, nachdem ich diesen Link geöffnet habe, sehe ich, dass ich mich hier direkt mit diesem Spitznamen verbinden kann oder mir eine eigene E-Mail-Adresse und ein Benutzerkonto anlegen kann. Da ich das jetzt nicht machen möchte, nehme ich einfach hier den Spitznamen, kopiere den rein und habe jetzt praktisch die Sicht, die ein Schüler hätte. So. Wenn ich wieder in meine Lehreransicht gehe, sehe ich jetzt hier, dass, wenn ich neu lade, dass der Schüler Ian bestätigt ist. Das dauert jetzt vielleicht ein bisschen, dass er diese Einladung eben angenommen hat und in meiner Klasse mit drin ist. Wenn ich jetzt hier in diesem Account zum Beispiel einen Entwurf erstelle, sieht der Lehrer diese Entwürfe und kann dazu Kommentare abgeben oder diese zum Beispiel dann auch direkt als DXF oder STL herunterladen, um sie im 3D-Drucker oder Lasercutter zu fertigen. Gut, Tinkercad hatten wir uns letztes Mal ja schon ein wenig angeguckt. Ich mache jetzt hier einfach einmal so einen kleinen Schlüsselanhänger oder so. Am Anfang, gerade für den 3D-Druck, ist es natürlich auch ganz gut, sich das Lineal einmal reinzulegen, dass man eine grobe Ahnung hat, wie groß seine Dateien denn so sind, die man sich hier macht. Schlüsselanhänger ist eigentlich immer so ein ganz gutes Beispiel, mit dem viele loslegen. Oh, das war ein Unterstrich, das sollte ein Minus werden. Ach, genau, jetzt habe ich direkt einen Kommentar erzeugt. Das war ja super. Ich würde gerne hier reinschreiben. Danke. So. Genau. So, mache ich einmal meinen Schlüssel auch ein bisschen größer, beziehungsweise das OER ein bisschen kleiner. Ziehe es hier rein und hätte jetzt zum Beispiel schon direkt einen kleinen Schlüsselanhänger, den ich ausdrucken und dann den Schülern mit nach Hause geben könnte. Beziehungsweise den die Schüler sich dann entsprechend selbst drucken können. Wenn ich jetzt hier diesen Modus verlasse, wird das Ganze gespeichert und wenn ich wieder in die Lehreransicht gehe, sehe ich direkt, dass Ian hier eine Datei gemacht hat. Die kann ich mir jetzt ansehen. Ich kann hier Kommentare schreiben. So zum Beispiel kann das veröffentlichen. Ich kann hier eine Kopie erstellen und noch einmal kleine Verbesserungen vornehmen oder ich kann es mir direkt herunterladen. Wenn ich es herunterlade, habe ich die Möglichkeit, entweder direkt die STL oder OBJ für den 3D-Druck. Wir hatten letztes Mal besprochen, STL ist ohne Texturdateien, OBJ mit Texturdateien, herunterzuladen. Oder ich kann mir auch für den Lasercutter direkt eine SVG herunterladen. Hier steht schon, dass das immer ein Querschnitt des Modells. Wir haben ja ein 3D-Modell und der Lasercutter oder die SVG ist ein Vektorformat, das heißt ein 2D-Format. Wenn ich mir das Ganze hier jetzt runterlade und anschaue, sehe ich dann praktisch eine Draufsicht von oben und sehe trotzdem die Schrift und könnte das dann so zum Beispiel mit dem Lasercutter ausschneiden. Gleiche eben bei der STL-Datei, hätte ich den fertigen Körper, könnte ihn in den Slicer laden und dann mit dem 3D-Drucker ausdrucken. Gut, da mein Internet hier leider ein bisschen langsam ist, überspringen wir diesen Schritt des Runterladens wohl einmal und gehen einmal weiter bei Tinkercad. Denn hier ist es auch möglich, nicht nur so 3D-Entwürfe zu machen. Man kann diese 3D-Entwürfe, wenn ich den jetzt zum Beispiel bearbeiten möchte, auch in Lego-Pläne umwandeln oder zum Beispiel auch in Minecraft-Modelle. Wenn ich diese Datei hier zum Beispiel einmal als Lego-Modell umwandle. Ich mache es auch mal ein bisschen größer, damit wir ein paar Steine brauchen. Sehe ich, dass mir hier
sieht man so ein bisschen das OER-Camp als Lego-Steine angezeigt wird. Ich kann mich dann hier Layer für Layer, gut, das sind jetzt nur drei, durchklicken. Und hier könnte ich dann meine Datei zum Beispiel wieder bearbeiten. Wenn ich jetzt dieses einfach ein bisschen erhöhen würde, damit wir mehr Steine brauchen, so, und wieder auf meine Lego-Steine gehe, sehen wir entsprechend, dass das Ganze höher geworden ist. Wenn wir ein paar mehr Steine nehmen, sieht das auch ein bisschen eindrucksvoller aus. So. Und hier kann man dann entsprechend alles Mögliche designen und sich als Lego-Plan geben lassen, um es dann, wenn man keinen 3D-Drucker hat, zum Beispiel in Lego nachzubauen und trotzdem irgendwie sein dreidimensionales, konstruiertes Modell in der Hand zu haben. Was ebenfalls möglich ist, ist das Ganze als ein Minecraft-Modell. Okay, das sieht hier jetzt wirklich, das ist einfach zu klein. Wir haben ja in Minecraft nur Blöcke, die wir verwenden können. Sonst mache ich einfach einmal ein anderes Design, wo man das vielleicht ein bisschen besser sieht. Ich wähle hier einen Zylinder zum Beispiel hoch und packe noch einen kleinen Stern mit drauf. So. Zack. Das jetzt als Minecraft-Modell. Genau. Und das könnte man zum Beispiel exportieren und dann mit gewissen Tools direkt in die Minecraft-Welt laden. Oder hier nochmal das Lego-Modell von diesem Teil. Ich mache es wieder um den Faktor 3 vergrößert. Sieht man hier dann auch ein bisschen höher, Stein für Stein, in der Layer-Ansicht, was man bauen muss, um dieses Objekt zu bekommen. Okay. Wenn wir wieder in die Lehreransicht schauen, sehen wir, dass er fertig runtergeladen hat. Das ist schön. Sehen wir erstmal dieses Modell noch nicht, weil wir als Schüler praktisch dieses Programm erst verlassen müssen, damit es gespeichert wird. Wenn wir jetzt neu laden, zack, sehen wir gleich das geänderte Modell und können es wieder runterladen, bearbeiten oder Kommentare schreiben. Unseren Kommentar, den wir eben geschrieben haben, sieht man in der Schüleransicht zum Beispiel hier als Benachrichtigung. Und da sieht man dann, was kommentiert wurde oder dass es geliked wurde. Genau. Ja, mein Internet ist hier leider nicht das schnellste. Es tut mir leid, ich bin gerade erst umgezogen. Nun gut. Dann schauen wir uns einmal an, welche Möglichkeiten es hier noch gibt. Denn wir haben nicht nur diese 3D-Entwürfe, wo wir die Primitiven zusammenklicken und dann verschiedene Konstruktionen erzeugen, sondern wir haben auch ganze Codeblöcke, dass man praktisch sein eigenes Teil gecodet konstruieren kann. Genau, ich möchte ein neues Design. Hier gibt es auch allerhand Tutorials, die man machen kann. Ich möchte jetzt wieder einfach einen kleinen Schlüsselanhänger erzeugen. Wir haben hier verschiedene, also eine grafische Programmierung, verschiedene Blöcke. Einmal die Primitiven, die wir hinzufügen können, die wir eben schon an der rechten Seite gesehen haben. Dann haben wir hier Transformationen, die wir durchführen können, also beispielsweise eine Rotation, dass es gedreht wird, eine Skalierung, um die Größe zu verändern, eine Translation, um eben das Objekt zu verschieben. Wir haben Elemente wie While-Schleifen und For-Schleifen, die wir benutzen können. Und wir haben Variablen, die wir festlegen können, um dann entsprechend das Ganze auch dynamisch zu gestalten. Wie könnte das jetzt für den Schlüsselanhänger aussehen? Wir ziehen uns hier einfach diesen Würfel rein und können jetzt hier Länge, Breite und Höhe angeben. Um das natürlich gleich schön zu machen, nehme ich eine neue Variable, die ich vorher festlege, und ich nenne sie Breite zum Beispiel. Die Breite soll jetzt 180 betragen. Das müsste man dann natürlich vorher einmal mit den Abmessungen seines 3D-Druckers etc. nachschauen. Und ich kann hier zum Beispiel auch eine Farbe nehmen, Orange. Wenn ich jetzt diesen Würfel habe, kann ich hier auf Play drücken. Und dann sehen wir, okay, unser Würfel wird hier in die Fläche generiert mit einer Breite oder von 20, 20 mal 20. Wenn ich jetzt meine Variable verwenden möchte, die ich eben so schön angewählt habe, kann ich die hier unten bei Daten jetzt sehen. Und kann sie zum Beispiel
als Breite festlegen. Genau. Wenn ich jetzt entsprechend alles nochmal neu lade, zack, sehe ich, dass wir ein breites Teil haben. In der Höhe gehe ich mal lieber auf 2 mm und hier ungefähr auf 30. So. Wenn ich das jetzt neu bilde, sehe ich, ich habe hier schon meine Platte für den Schlüsselanhänger beispielsweise. Also widmen wir uns als nächstes dem Text. Gehen wir also wieder zu den Formen. Wir können auch hier schnell draufklicken, um das zu haben. Und sehen auch einen Baustein für Text. Wenn wir den jetzt auswählen und den aufklicken, sehen wir hier wieder den Text, den wir eingeben können. Zum Beispiel OER-Camp. Können natürlich auch eine entsprechende Farbe festlegen. Ich lasse das jetzt mal oder ich mache das gelb, damit wir eine andere Farbe haben wie eben. Und wenn wir das reinlegen, sehen wir, dass es direkt hier raufgelegt wird. Wenn uns diese Schrift jetzt zum Beispiel aber zu groß ist, können wir sie auch direkt über einen Maßstab verkleinern. Und hier zum Beispiel sagen, sei 0,8, 0,8, 0,8, damit wir es ein bisschen kleiner haben. Hier wichtig, nicht andersrum tippen, sonst ist noch immer was. So. Schauen wir uns an. Er wird erzeugt, draufgelegt und dann entsprechend kleiner skaliert. Dann können sich die Schüler natürlich schön kreativ ausleben. Hier noch ein Herzchen reinmachen zum Beispiel. Können wir uns anschauen. Herz wird reingelegt. Herz sollten wir dann vielleicht auch nach links schieben. So, hier entsprechend bei ändern, verschieben. Wo ist es da? Können in der, ist das die X-Achse? Ich glaube schon. Minus 100, ach nee, ist ja die Hälfte, sind dann minus entsprechend. Ja, wir müssen ja nicht ganz so weiter. Ich gehe einfach mal 80. Dann schauen wir uns das an. Zack, und das Herz rutscht zur Seite. Okay, das war ein bisschen zu viel. So, können wir uns anschauen, wieder nach da legen. Zack, hat man da schon das Herz. Und jetzt ist dann die Frage, okay, das hätte ich jetzt ja auch mit dem anderen Tool machen können, aber was ist, wenn ich zum Beispiel auf einmal 10 von diesen Dingern haben möchte? Ich kann natürlich alle einzelnen nachkonstruieren oder das duplizieren, aber wir haben ja hier auch sowas Schönes wie While oder Vorschreiben. Damit das gleich nicht alles übereinander ist, verschieben wir einmal dieses ganze Objekt nach oben. Dafür müssen wir einmal sagen, dass das alles als Select All in Object, dass das alles auf dieses ganze Objekt verwendet werden soll und schieben es jetzt einfach einmal um 40 nach oben. Schauen wir uns an. Zack, wird jetzt alles nach oben geschoben. Wenn wir diesen Punkt jetzt rausnehmen würden und das direkt verschieben würden, sehen wir, dass sich dann nur das Herz verschiebt, weil eben das nur auf dieses Herz angewendet wird. Okay. Dann schauen wir mal, was passiert, wenn wir eine While-Schleife einfügen und das Ganze einfach 5-mal machen möchten. Ich mache die Geschwindigkeit mal etwas schneller. Nee, nicht Schritt für Schritt. Alles bitte. Moment, ich habe gerade den Debug-Modus aufgerufen. So. Okay, jetzt hat sich was aufgehängt, wie es aussieht. Weiter. Ich glaube, das liegt aber eher an meiner schlechten Internetverbindung, weil hier gerade alles ziemlich ruckelt. Ich hoffe, ihr versteht mich noch irgendwie. Nun gut. Vorhin ohne Aufzeichnung hat das gut geladen. Tut mir leid, dass es jetzt entsprechend nicht funktioniert. Ich möchte in den... Das sollte auf jeden Fall flüssiger gehen. Das heißt, das liegt gerade wohl an meiner Internetverbindung. Zack. So, jetzt sehen wir es. Hier sind dann direkt 5 erzeugt worden. Ja. Hier kann ich entsprechend wieder rausgehen.
Das lädt jetzt wieder ein Weilchen. Zack. Ich bin gerade in der Lehrerperspektive gewesen, nicht in der Schülerperspektive. Genau. Für dieses Tinkercad haben schon einige Lehrer natürlich ein paar Kurspläne entwickelt, die man sich dann entsprechend auch anschauen kann. Ich habe euch hier einige einmal rausgesucht, weil der gerade hier mit dem Laden nicht hinterherkommt. Und ein besonders schönes war zum Beispiel hier von der Lindgren-Schule ein Dokument, das verlinke ich euch dann entsprechend auch, wo Tinkercad verwendet wurde, um auf dem Mars, also den Mars zu besiedeln. Das war für eine vierte, oder das ist für eine vierte Klasse designt. Hat hier am Anfang eine kurze Beschreibung, was ist Tinkercad, Nachricht an die Eltern, Nachricht an die Schüler, worum geht es? Die Schüler sollen eben Einrichtungen, Mars Rover, Astronautenquartiere in Tinkercad designen, die werden dann mit dem 3D-Drucker ausgedruckt. Und hier geht es dann sehr, sehr detailliert. Wir sehen hier eine Creative Commons License, eine Anleitung für Tinkercad, wie man das hier Schritt für Schritt durchspielen kann. Und am Ende geht es dann auch in den Mars Rover und die Schüler können selbst kreativ werden, um zum Beispiel ja, ihre eigenen Häuschen zu bauen, die dann gedruckt werden und dann zum Beispiel als Modell zusammengestellt. Eine weitere Einführung auch mit diesen Codeblöcken ist hier von Created Real, die ich einmal gefunden habe, wo genau das gemacht wird. Wir können das hier als Baum einmal machen, aber was passiert, wenn wir das jetzt ein, zwei oder dreimal haben möchten? Und dann wird eben hier nochmal Schritt für Schritt dieses Programmierblock-Geschehen erklärt und dann verschiedene Aufgaben für die Schüler, zum Beispiel ein Mandala zu machen, reingeladen. Ansonsten habe ich auch noch We Are the Makers, eine sehr, sehr gute Seite gefunden, die viele Lernszenarien für den Unterricht bereitstellt, die man sich dann auch entsprechend anklicken und anschauen kann. Hier zum Beispiel war ein sehr schönes IoT-Lernszenario mit einem EDA-Cube, den man bauen kann, um eben beim Sprechen die Gefühle des Gegenübers mitzubekommen. Hier ist immer am Anfang so eine kleine Tabelle, für welche Schüler das geeignet ist. Hier 12 bis 17 Jahre. Wie lange sollte es oder wie lange braucht man dafür, um das im Unterricht zu bauen? Und welches Equipment braucht man natürlich dazu? Welche Materialien, welche 3D-Druckkomponenten? Hier, die sind zum Beispiel dann schon zum Runterladen bereitgestellt. Man kann die aber natürlich auch mit den Schülern selbst machen. Und hier gibt es dann eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um das mit den Schülern eben gemeinsam zu bauen, zu programmieren oder was auch immer bei dem jeweiligen Projekt dann mit drin ist. Hier gibt es auch eine sehr, sehr gute, also ein sehr, sehr gutes Konzept schon für die Einführung in den 3D-Druck für Schülerinnen und Schüler, wo sehr viel erklärt ist, was ist FDM 3D-Druck und vor allem, was ich immer empfehlen kann, das machen wir auch ganz gerne mit unseren Anfängern. Hier ist nochmal eine Tinkercad-Anmeldung mit so einem berühmten Schlüsselanhänger. Genau, hier geht es dann um die Überhänge und ich kann immer nur empfehlen, sowas wirklich mal zu drucken. Das T wirklich einfach mal falsch rum aufs Druckbett zu stellen und zu gucken, was macht der 3D-Drucker eigentlich? Macht er hier Überhänge? Wie fallen meine Brücken, wenn ich diese Stützstrukturen weglasse? Hier ganz bekannt oder ganz, ganz beliebt sind auch so Modelle, wo man die Überhänge dann einfach verändert oder wo man die Lüftung oder die Temperatur verändert, um zu sehen, was passiert eigentlich, wenn ich diese Parameter des 3D-Drucks verändere. Daher, ja, dieses Konzept von We Are the Makers, schaut es euch auf jeden Fall mal an, wenn ihr das mit euren Schülern umsetzen möchtet. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Einstieg und gut zusammengefasst. Genau, das ist nochmal die Einleitung von eben. Verlinke ich euch aber alles. Hier nochmal eine Idee, einen kleinen Knopf für die eigene Jeans aus dem 3D-Drucker zu machen, auch wieder mit Anleitung. Ja, schaut es euch sonst gerne an. Ich hoffe, Tinkercad hat soweit geladen. Ja. Und zwar gibt es noch eine dritte Lektion oder einen dritten Bereich und das sind Schaltungen oder Schaltkreise, wie sie die hier nennen. Und das ist tatsächlich sehr, sehr nützlich, um auch im Homeschooling zum Beispiel so eine Mikrocontroller-Programmierung simulieren zu können. Ich wette, das lädt jetzt wieder Stunden. Es gibt auch sehr, sehr viele Tutorials, die man sich durchspielen kann.
Ich habe jetzt hier natürlich nichts Fertiges reingeladen. Das ändere ich einmal nochmal. Ich möchte jetzt nicht mit euch eine ganze Lärmampel machen. Genau. Achso, das ist der von eben. Ich gehe einfach mal in die Schülerperspektive. Da habe ich nämlich noch keinen. Wenn man das nämlich neu reinlädt, sieht man hier dieses Try Circuits und kann sich dann entsprechend schon einige Tutorials anschauen. Hier zum Beispiel eine kleine LED, die blinkt. Man hat die verschiedenen Simulationen, kann sie starten. Was passiert, wenn wir diese Schaltung verbinden? Okay, die LED leuchtet irgendwie. Ist dann hier auch alles Schritt für Schritt erklärt, ist allerdings leider alles in Englisch. Also es ist so, das meiste ist in Englisch und einige Texte sind dann schon Deutsch. Ja, ist leider alles noch nicht so gut übersetzt, aber es wird immer und immer mehr. So, was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist hier zum Beispiel die Mikrocontroller-Programmierung mit einem Arduino. Können uns das Ganze mal anschauen. Wenn wir hier simulieren, sehen wir einfach die drei LEDs, die durchgeschaltet werden. Wir können hier zum Beispiel auch einfach die Farbe der LED einmal in Rot ändern. Hier dann entsprechend Orange und Grün, wie man das von einer schönen Ampel so kennt. Und man kann hier direkt sich den Code anschauen, beziehungsweise eigenen Code schreiben und den dann direkt simulieren und gucken, was der Arduino darauf macht, ohne die Gefahr zu haben, ja, die Arduinos zu beschädigen oder die Arduinos vorhalten zu müssen und gerade im Homeschooling allen Schülern nach Hause schicken zu müssen. Daher vielleicht ist das ja auch eine Variante für euch, um ja, so eine kleine Schaltung mal simulieren zu können. Okay. Das war es dann auch schon mit dem Blick in die verschiedenen CAD-Programme. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen, für euer Projekt das Richtige zu finden. Es war jetzt natürlich sehr an Schülerinnen und Schüler gerichtet. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr ja, noch verschiedene Workshops etc. sucht, schaut mal bei den FabLabs vorbei. Da kann man meistens teilnehmen. Jetzt gerade zur aktuellen Zeit gibt es auch sehr, sehr viele, die man online besuchen kann und vom eigenen Rechner zu Hause aus belegen kann. Schaut euch einfach mal um und damit bis nächste Woche.